Sie haben mich heute sicher schon in der Hand gehabt, pflegte er zu scherzen. Ja, diese markante, eindringliche Schrift der Süddeutschen Zeitung, die stammt von ihm, von Hans Döllgast, Münchner Architekt und Hochschullehrer, Zeichner, Schriftkünstler und faszinierender Schriftsteller dazu. Eine eigenwillig scharf geschnittene Schrift, klar, knapp und doch so stark persönlich und gut gelaunt, dass man sie aus 100 anderen Zeitungen herausspürt, die am Kiosk hängen, wie die Döllgasthäuser. Aber glauben Sie mir, es ist leichter für Vater, Bruder oder Freund, ein Haus zu bauen, als so eine Schrift zu erfinden, so aus dem Blauen heraus, pflegte er zu sagen. Der schwierige, steinige Weg zum Einfachen, seine Haltung ein Leben lang. Die hohe Kunst des Weglassens hat einen Fehler, den Fehler aller Bescheidenheit. Die Häuser Döllgasts drängen sich nicht auf. Sie haben die Qualität der wenigen Dinge, die man zunächst übersieht und von denen man sich dann ein Leben lang nicht trennen möchte. Mönchneuhausen, Künstlerhof, ein niederer weißer Pultdachkörper im rechten Winkel mit hohen Fenstern und viel wildem Wein und eigensinnigen Kaminen, ein Baum, ein Brunnen und ein hoher Bogen in der Wand. Wie wenig brauchte Döllgast für einen der schönsten Plätze Münchens. 1891 im Dorf Bergheim bei Neuburg an der Donau geboren, hatte er noch im goldenen Zeitalter des Historismus und des Jugendstils gelernt, als die Architektur sich reich und üppig gab. Seine eigenen Bauten entstanden dagegen in den größten Notzeiten des 20. Jahrhunderts, während der Wirtschaftskrise 1932 etwa seine Großsiedlung Neuhausen, 1500 Wohnungen auf einen Sitz, mit lebendigen grünen Höfen und Grundrissen, die sich nun schon über 50 Jahre bewährt haben. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs war das Geld noch knapper. Was immer Hans Döllgast gebaut hat, er musste sparen. Und trotzdem sind alle seine Bauten große Architektur geworden. Vor 13 Jahren, zu seinem 80. Geburtstag, haben wir uns mit ihm unterhalten. Wenn die Gelehrten in ihren Abschnitten über Jugendstil behaupten, 1905 wäre der Jugendstil abgetan gewesen, dann ist das falsch. Wir haben 1910 noch die schönsten Lotusblumen gemalt und geschweifte Pfannfedern. Also Bewegung nach jeder Richtung und revolutionär und eingebildet. Alles Vergangene über den Haufen gerannt, nicht? Oh, wir waren was. Naja, dann sind diese 5 kläglichen Jahre Ausbildung dazwischen gekommen, die in dem Geleise Ihres Buches da eigentlich abgelaufen sind. Ja, Sie waren doch Schüler von... Schüler beim Tiersch. Beim Tiersch, ja. Beim Hochreder. Dem Erbauer des Justizpalastes, das sei schnell noch gesagt. Der damals noch innen ausgestattet wurde, in meiner Zeit. Im barocken Stile quasi. Und über meine ganze Studienzeit weg zieht sich die Erbauung von 10 bis 14. Verkehrsministerium vom Hochheder. Was man gelernt hat, ist die Verpflichtung zur Erscheinung. Das wird Ihnen jetzt fremd sein. Erscheinung. Die hätte einem doch ein Fassadenblatt, in dem bloß Fenster hineingebohrt waren. Das hätte er halt abgelehnt oder hätte seine Farbstifte rausgenommen und hätte mindestens schöne Umrahmungen um die Fenster herum gemacht. Erscheinung. Ne? Oder hätte das Format korrigiert. Das werden Sie kaum je beobachtet haben. Wenn ich spazieren gehend auf ein Haus von Rimmerschmidt stoße, dann muss ich gar nicht wissen, dass das von Rimmerschmidt ist, den kenne ich und seine Fensterformate. Ich habe lang da drüben in der chirurgischen Klinik, habe ich immer beobachtet,
Das muss ein Fischerschüler gewesen sein. Der hat so eigentümliche Fensterformate, Verhältnis 6:7 oder so etwas, so ein gespanntes Ding, das am Polizeigebäude auch wieder vorkommt. Und ich forsche ein bisschen nach, und das ist tatsächlich von Theodor Fischer. Also die Verpflichtung zu Erscheinungen, die ist schon tatsächlich so stark mit Persönlichkeit verbunden, dass es genügt, wenn einem jemand, Tiersch oder Hochheder, das Blatt zerreißt und sagt, bemühe dich erst einmal. Nun gibt es bei uns also Entschuldigungen in der Richtung des Lichtbedürfnisses. Und wenn genug Licht da ist, der Sonnenschutz. Und wenn der Sonnenschutz, wenn es drauf schneit, dann bricht er runter und dann geht es wieder von an. Statt das einfache Mittel zu ergreifen, eine natürliche Fenstergröße zu nehmen und hinter denen Vorhängen und vor denen anladen. Und wenn es sein muss, ein Rollladen. Das ist eine kleine Schreinerei mit anschließendem Wohnhaus im Münchner Osten. An kleinen Bauten erkennt man den Meister. Der Professor war sich nie zu schade, für Freunde und Verwandte Häuser zu entwerfen, die nicht viel kosten dürften. Und doch kein Haus von der Stange oder aus dem Katalog, kein modischer Schnickschnack wie Riesenlöcher aus bunten Glasziegeln oder eloxierte Türen mit gelbem Kathedralglas, kein Sockel aus Kunststoffriemchen. Oh, stünden doch mehr dieser schlichten Döllgastbauten in der bayerischen Landschaft. Lieber Schmidt hat sich dann immer damit entschuldigt, wenn er seiner Bayerschaft, dem Max Krause Mittenwald, nicht dem Papier Krause, wenn er ihm noch ein Sprossenkreuz in die Fenster hineingemacht hat und die Frau Krause gemamst hat, und er sich immer damit entschuldigt, das ist ja gerade das Hübsche beim Wischen, dass es entlang der Sprosse nicht ganz hingeht. Naja, das hat er sich zusammen konstruiert. In Wirklichkeit können Sie ja jedes Bauernhaus, das können Sie in Grund und Boden. Das schädigen Sie nicht so sehr, wenn Sie es anzünden, als wenn Sie ihm die Fenster herausreißen. Leider. Nun, ich gebe Ihnen wieder recht. Von neu her, was der Neffe Kirchling da an neuen Landwirtschaftsbauten bei Freising und bei Landsberg losgelassen hat, die haben halt von vornherein Scheiben, ununterbrochene Scheiben. Aber es ist die Umgebung dazu und die Dachlosigkeit, das stimmt dann wieder zusammen von vornherein. Aber man kann am Bauernhaus, wenn es noch den Namen Bauernhaus haben soll und weitertragen soll, man kann ihm halt leider nicht die Fenster verändern. Es hängt eben alles ineinander und zusammen. In München-Gern, in einer Reihenhausanlage aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, Döllgasts Wohnhaus. Unverkennbar Döllgast, die Verteilung der Fenster, die hohe schlanke Tür mit Vordach. Ziegel waren Döllgasts liebstes Baumaterial. Ziegel, Beton und Holz. Nach dem Krieg verwendete er, der Sparsame, vor allem Trümmerziegel von zerstörten Häusern. Ich würde mich nicht auf die Seite der Ästhetik schlagen. Ganz bestimmt nicht. So ja auch in meinem eigenen Haus. Ich habe es halt, geschätzt und nach vieler Erfahrung getroffen, wie viel Licht ich brauche. Und natürlich auch mit der Spekulation auf genügend Steckkontakte und Deckenleuchten und tragbare Lampen und so weiter. Nicht? Aber was ich anfechte, das ist das rigorose Anwendung eines Prinzips. Wand gibt es nicht, es gibt nur Fensterfläche. Im Kindergarten gehen Sie ja bis am Boden runter, bis an die Decke hinauf, so viel die Stürze gerade noch erlauben. Döllgast war der Denkmalpfleger der ersten Stunde nach 1945. Damals, als man beim Ramadama am liebsten alles Verletzte abgerissen hätte, zeigte er, wie man mit sparsamsten Mitteln Pinakothek und die Basilika St. Bonifaz retten konnte, ohne ihnen von ihrer Würde und Qualität zu nehmen,
kein Flickwerk, im Gegenteil. Er hat den Bauten neuen Sinn und neue Stränge gegeben. Er hat sie auf den Kern des Wesentlichen reduziert. Zeitlos und doch die Handschrift des Baumeisters Döllgast. St. Bonifaz, noch im Rohbau, Auferstehung zwischen Trümmern. Er liebte dieses Foto, es lag auf seinem Arbeitstisch und er verschenkte es an gute Freunde. Die frisch hochgezogene Wand noch eingerüstet in das Netz von verschnürten Bäumen. Anders hatten auch römische Maurer nicht gearbeitet vor 2000 Jahren. Er liebte solche strengen Ziegelmauern, die klare Kraft von Wänden, den klassischen Dreiecksgiebel, gemauerte Bogenfenster, Licht und Schatten auf den Stützen, römisches Maß, römische Klarheit. Ich würde, wenn ich nochmal Auftrag hätte, Häuser zu bauen, dann würde ich schon was einmischen von, Spaß, Humor, Lebendigkeit. Ja, also unter gar keinen Umständen Reminiszenzen. Ich bin glücklich, kein Gedächtnis zu haben. Ein so miserables, dass ich mir nicht einmal mehr vorstellen kann, wie mein Geburtshaus ausgeschaut hat. Ich bin froh darum. Denn ein vorzügliches Gedächtnis würde einen hindern, über das Gehabte hinauszugehen. Aber Erfindung haben wir. Erfindung haben der Tisch gehabt, Erfindung hat der Hochjäger gehabt, überquellende Erfindung. Liegt es an der Ausbildung unserer Architekten, an der Wendigkeit, an der Fülle, an der handwerklichen Geschicklichkeit, an dem Einfallsreichtum, dass es mit unserer Bauerei nun gar so strikte öde wird. Darf ich Ihnen darauf ein Beispiel anführen? Ja? Wie ich angefangen habe, also eben wieder, noch einmal, Rimmerschmidt und nachher Peter Behrens, da waren wohl einige Zeichner im Atelier, aber von mir ist angenommen worden, stillschweigend. Jetzt hat er schon eine akademische Schulung. Der muss malen können wie ein Maler, der muss bildhauen können wie ein Bildhauer, der muss Schrift schreiben können wie ein Typograf, der muss mit der Bauerschaft verhandeln können, wirklich wie ein Kaufmann. Oh ja, und nebenbei natürlich richtig zeichnen und zusammenfallen darf auch nichts. Haben Sie eine Ahnung. Was kriegen Sie vom Chef als Anhaltspunkt für ein Bauwerk? Das ist eine kleine Schmiere vom Peter Behrens für Spiegelglasindustrie Ausstellungspavillon in Köln, dass ich ihm abgerungen habe, eine halbe Stunde bevor er das Lokal verlassen hat, um ihn, weiß nicht, wie Retscher oder wo, wieder mal sein Geld zu verspielen. Da machen Sie was draus. Ich hab's gewusst, das ist ausgezeichnet worden. Bei Rimmerschmidt, ich habe mich gar nicht weiter gewundert. Auf einmal werde ich in den Bildhauerraum dann untergeschickt, da war dann gar niemand mehr. Er hat Porzellantassen, er hat dünnere Finger gehabt wie ich, er hat Porzellantassen, die Henkel, nicht? Die sind millimeterdick, die hat er modelliert und den Rand aufgezogen, das hat er gemacht, hat sie auch nicht gelernt. Wir haben Teppichgarnituren für eine schlesische Firma, einen Dauerauftrag gehabt, so ähnlich wie der, auf dem Sie hier laufen. Der ist vom Eckmann. Er hat die Grundzeichnung gemacht und er hat, die Grundzeichnung ist gebaut worden, und er hat am Rand herunter, hat er können 20 Farben von Fäden ohne Zuhilfenahme der ostwaldischen Farbtafel 20 Fäden herunterschreiben. Der Unglücksrabe hat kaum fertiggebracht, die 20 Fäden dann in die Grundzeichnung zu übertragen. Er hat es auswendig gewusst. Rimmerschmidt war ein gesuchter Bratscher, Musiker.
Die Frau war eine ausgezeichnete Schauspielerin. Theodor Fischer war Cellist. Und wen haben die immer als Primgeige gehabt? Naja, zu meiner Schande zu sagen, mein Onkel war ein gesuchter Schlagzeuger. So wie er sprach und baute, so zeichnete er auch, klar und knapp, reduziert aufs Wesentliche. Der Döllgaststrich ist eine Stilepoche im Architekturzeichnen geworden, unverkennbar, unerreichbar. Hans Döllgast war der Lehrer fast aller heute tätigen bayerischen Architekten, beliebt, bewundert und schon fast Legende. Bald zwei Generationen hat er das Sehen und Entwerfen, das Gespür für Raum und Licht und Körper beigebracht oder es zumindest versucht. Sie gelehrt, das Wesentliche hinter den Dingen zu sehen, den eigentlichen Kern, die hohe Kunst des Einfachen, des Selbstverständlichen, des Zeitlosen. Zeichnen. Für ihn war das heimliche Liebe, so nannte er eine kleine Anleitung für andere Liebhaberzeichner. Zeichnen überall, im Stehen, zeichnen, um die Augen aufzumachen. Was man nicht zeichnet, hat man nicht gesehen, hat er immer wieder neu gesagt, geschrieben. Und noch ein Satz, ein Weg zum Häusermachen geht über Häuserzeichnen, ernst, fröhliches Häuserzeichnen. Im gleichen Buch steht freilich auch die Frage, wer zeichnet Häuser? Der Architekt? Früher einmal. Hat keine Zeit, muss Geld verdienen, Maschine geht schneller und präziser. Schade, dass kein Verlag mehr seine schmalen, knappen Zeichenbücher auflegt. In ihnen stecken Witz und Weisheit eines genialen, großen Pädagogen. Er konnte führen und verführen, dass der Student es gar nicht merkte, dass er nie Gesehenes plötzlich sah und wohl auch nie vergaß. Ist es nicht vielleicht das, dass diese Architekten damals auch Maler waren, dass ihre Häuser auch malerischer waren? Ja, freilich, hat doch einen Zusammenhang. Sie zurückzuziehen auf nur Schwarz-Weiß oder dem unscheinbarsten Beton gleich Salonfähigkeit zuzumuten, das führt eben zu einem Malheur. Wie schön war dem Landauer seine Handwerkerschule in der Luisenstraße, bis sie frisch aus der Schalung herausgekommen, silbergrau. Ne? Und jetzt, wenn sie schwarz wäre, wäre sie noch schön, aber sie ist leider dreckig. Nicht? Das nächste Mal höre an dem Bau sind dann wieder die Jalousien, die man merkwürdigerweise von außen ja nicht putzen kann, wo man mit der Leiter hinauf muss. Die Haus eben doch so degradieren. Bis ins Widerchen. Hat man zu Ihrer Zeit, sage ich jetzt sehr böse, hat man damals dran gedacht, dass ein Haus älter wird? Dass es gut alt wird? Bestimmt nicht spekuliert damit, dass es älter wird. Die Schuld vom Grössel, gerade die ich vorher genannt habe, da am Nürnberg hinauf, die war in Ockergelb und Weiß herausgemacht und hat ihre Farbigkeit behalten bis heute. Es war dem Theodor Fischer sein Polizeigebäude in der Erdstraße. Es hat heute noch die Farbe wie damals und die Farbe, dieses Oliv, grüne Erde oder was, das gehört tatsächlich. Und das blassrote Dach, das hat mit zur Konzeption gehört und ist noch. Ich habe mich ja, ach Gott, ärgern darf sich unser einer ja gar nicht, aber es sind dem Schachner, der auch mal Krankenhausparat war, seine netten Trampernhäuschen, überall,
Da ist am Rotkreuzplatz eines, bei mir am Grünwaldpark draußen eines, Rosenheimer Platz ist eines, beim Ostfriedhof ist eines. Die waren ganz einheitlich in dem Amberger Gelb gestrichen. Und ich weiß nicht, wem das jetzt plötzlich einfällt, die werden umgestrichen in Lila oder irgendwas. Rückversicherung von Oswald Biber. Glauben Sie, das wäre ohne Farbe konzipiert? Das ist das Stärkste, was ich Ihnen geben kann. Die war im Konzept. Innen und außen war die farbig konzipiert. Und er hat nicht umsonst, hat er sich den Dörner vom Dörner-Institut, den Wackerle für die Bildhauerei. Und selber hat der Biber einen sehr sicheren Instinkt gehabt für Farbe von Bedachung, Farbe von Farbe und Material vom Putzen. Das Ganze war Amberger Gelb, das haltbarste in München. Und zwar nicht einmal Anstrich, sondern gleich durchgefärbter Putz Terra Nova. Alle Gesimsteile und Fensterumrahmung in silbergrauer Muschelkalk. Tito, die Säulen von an dem Vorhof. Dann die Ausmalung der Rückwand vom Klemmgleiber, Donner, weiß nicht. Und die Bedachung, dieses heillose Dach, holländische Pfannen, im Reisig geräuchert, silbergrau. Oh, man hat schon Wert gelegt. Übrigens Thiersch selber, der hat wohl gewusst, warum er dem Justizpalast den farbigen gotischen gegenüberstellt, weil er mit dem einen den anderen, wenn er das fortgepflanzt hätte, das System vom Justizpalast, dann hätte er den Justizpalast nur abgeschwächt. Er hat natürlich nicht wissen können, dass heute seine Westseite in blendendem Weiß da steht und die Stachusseite kohlrabenschwarz. Dem wird, was ich sehe, gerade abgeholfen. Aber ob mit besonderem Vorteil, möchte ich bezweifeln. Wie ich letztes Mal in Paris war, da waren, das ist die Saint-Germain, bei der Seinebrücke, wo es am Louvre hinübergeht, da waren die Palazzo genau in der Farbe blau-schwarz. Blau-schwarz. Jetzt sind sie weiß, schneeweiß. Sind gar keine Körper mehr. Hm? Haben aufgehört, Körper zu sein, die könnten aus weißer Pappe auch sein. Es wird aber sicher. Möglich, dass ich mich gewöhnen muss. Und es wird sicher sehr schnell wieder schwarz werden. Es wird wieder schwarz. Ich anerkenne hoch, dass im Augenblick am Isartor die Ziegelmauern wieder freigelegt werden. Die sind wirklich aus also ihnen im rührenden Rosarot herausgekommen. Nicht? Daneben steht dann Frauenkirche mit ihrem, das ist schon nicht mehr rot, das ist schwarzbraun. Ne? Deswegen verliert sie noch lang nicht an Moles, Masse, Erscheinung. Erscheinung insofern, als die hübschen Blendmaßwerke nicht mehr zur Geltung kommen. Die waren im frischen Zustand, waren die viel bedeutungsvoller als heute. Und außerdem bin ich in der unglücklichen Lage zu wissen, von Turmbegehungen vor beinahe 50 Jahren, dass die Frauenkirche tatsächlich von oben runtergeschlemmt und farbig bemalt war. An dem obersten Geschoss, wo der Türmer war, da sieht man es ja ganz deutlich. Das ist das Verfahren, das der Thiersch auch bei seinem zweiten Justizpalast angewendet hat. Ziegelbau mit Farbe. Nun ja, wir haben draußen in der Nymphenburger Straße haben wir sowas wie einen bescheidenen Anlauf zu farbiger Fassade. Da hat mein Freund, Schüler und Kollege Schleich, ein Versicherungsgebäude, hat er in Ockergelb mit Sgraffito Lineatur herausgemacht.
Ein Respekt. Das ist ein Anlauf. Und das ringsherum. Aber er hat nicht ändern können, das öde Programm seiner Bayerschaft. Das ist halt vom Keller bis in den fünften Stock hinauf. Versicherung, Fenster, 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 Fenster. Ohne allem. Ich vermute, er ist zu spät gekommen. Aber er hat wenigstens getan, was sie anschneiden. Man könnte mit Farbe, könnte man schon eingreifen. Ein Beispiel. In der langen Hauptstraße in Landshut, da ist der Maler Hügner tätig, ein Stadtbild, also teils nach Zeugnissen, teils nach Einbildung wiederherzustellen. Und da steckt neben der Sparkasse, die der Fick gebaut hat, da steckt eines drin, das ist so schwarz. Ich kann Ihnen sagen, das ist geradezu ein Jubel in einer solchen Straße. Ich weiß von Augsburg, mit Sicherheit in der Philippine-Weser-Straße. Meine Schwiegereltern haben dort ein Haus gehabt. Das war schwarz grundiert, grau-schwarz grundiert, weißes Fensterholz und erst sehr viel später rotes Zieldach und erst sehr viel später in grünlich-gräulich umgewandelt worden. Aber es war schwarz grundiert, ich weiß es durch Proben. Er kannte wirklich jedes Haus in München und jeden Straßenzug in Bayern. Er hatte überall gezeichnet und gemessen. Und was an Qualität von der Antike bis zu Zeitgenossen und Schülern gebaut worden war, das kannte er genau. Trotzdem baute er in seinem Stil, im Döllgast-Stil. Mit wie wenig Mitteln man Gestalt erreicht, wie viel Würde ohne großen Aufwand möglich ist, das zeigen seine Kirchen. St. Josef in Augsburg, St. Nikolai in Landshut und hier Heiligblut in München-Bogenhausen. Und dann die vielen kleinen Dorfkirchen in Franken. Nirgends modischer Schnickschnack, das sind Bauten von zeitloser Gelassenheit. Als Heiligblut, das in den frühen 30er Jahren entstanden war, im Krieg zerbombt wurde, baute Döllgast es nach 45 genauso wieder auf. Er blieb sich treu ein Leben lang und schielte nie nach Neuigkeiten. Obwohl selbst ein Asket und Zeitgenosse der großen Funktionalisten, ganz ohne Schmuck, konnte er sich ein Bauwerk nun doch nicht vorstellen. In seinen Zeichenbüchern schimpfte er, man gönnt der Sonne nichts zum Spielen. Kein mannigfaltiges Profil, die Zifferblätter haben keine Zahlen mehr, passato. Passato Fensterläden und Markisen. Was man der Sonne vorenthält, malt der Gehilfe mit unverdünnter Tusche brutal auf seine weißen Blätter. Soweit Döllgast. Die Not nach 1945, unter welchen Umständen damals an der Technischen Hochschule in Ruinen wieder Architektur gelehrt wurde, das ist heute unvorstellbar. In diesen schwersten apokalyptischen Jahren war Döllgast Rektor, hielt Unterricht in Wellblechbaracken, kümmerte sich um alles. Das größte Glück für die Studenten der Stunde Null war er selbst, seine Person mit seiner faszinierenden Sprache, mit einer Tafel und einem Stück Kreide, da ereignete sich mehr als in 100 dicken neuen Hochglanzbüchern, wie sie heute den Markt überschwemmen. Legendär geworden ist damals seine Rettung der alten Münchner Pinakothek. Im Kultusministerium war es schon beschlossen, Klenzes Meisterwerk abzubrechen und einen Neubau hinzustellen. Das war nicht nach Döllgasts Geschmack, der Klenze verehrte, seit er als Bub zu Fuß von Neuburg nach Kelheim gewandert war, um die Befreiungshalle sehen zu dürfen. Das störrische Mannsbild, der Querkopf, wie er sich selber immer nannte, stieg damals mit 62 Jahren mit einer Magirusleiter auf die höchsten Gesimse und ließ die Zeitungen wissen, er könne die Pinakothek zu einem Spottpreis retten. 1,6 Millionen. Das Kultusministerium hat ihm diese Einmischung lange nicht verziehen. Aber er bekam den Auftrag und hat den Kostenvoranschlag um keinen Pfennig überschritten. Auch eine Tugend, die inzwischen vergessen ist. Mit Trümmersteinen hat der Klenzes Bau seine Würde und seine edlen Proportionen zurückgegeben, ohne den Zweiten Weltkrieg aus der Geschichte des Bauwerks kosmetisch wegzuschminken. Dann kommt die Münchner Zeit.
Krieg zu Ende. Nichts als Verwüstung. Hochschule zugesperrt. Was bleibt dem Armen über, als irgendwo ein Loch zu finden, für sich zu betätigen? Naja, man geht zum Gouverneur und bittet ihn ständig, für unsere TH eine Art Studentenhilfsdienst zu genehmigen. Und obendrein auch etwas dafür auszuwerfen, weil sonst Studenten ja verhungern. Das ist geschehen. Vor unseren Fenstern lag aber die traurige Ruine der alten Pinakothek, damals wirklich ein erbarmungswürdiger Anblick, nichts wie Trümmer. Und in den Trümmern, was noch ärger war, die Räuber, die alles Kupfer, alles Blei und alles, was nur nützlich war, herausgezogen waren, haben, die haben den Bau dann eigentlich den Garaus gemacht. Wir haben das Ding umschweift, haben angefangen herumzumessen, haben Berechnungen angestellt, was so etwas wieder aufzurichten kostet und sind auf etwa 1.800.000 für die Schutträumung und Sicherungen und nochmal 1.800.000 für die Einrichtung einer Pinakothek im alten Sinn gekommen, haben es dem Landtag vorgelegt, ja, und haben gegen höheren Kalkulationen tatsächlich gewonnen. Mit einem schönen Zusatz, wenn es nicht stimmt, das war nur witzig gemeint, dann wird er aufgehängt. Bin also gar nicht aufgehängt worden, wie Sie sehen, bin heute noch da. Nun geht es aber wieder von vorne an. Seit damals sind 25 Jahre verstrichen. Wer von Ihnen ein Häuschen hat, ein noch so kleines, weiß, dass er mindestens alle Jahre die Dachrinne ausräumen muss und dass er in 10 Jahren wirklich noch mal wässern muss, dass er Dachreparaturen hat und sowas. Das hätte man eigentlich bei einer Pinakothek auch wissen können, dass man ein solches immenses Ding nicht einfach stehen lassen kann und sich damit begnügen, dass die Galerie nun wieder funktioniert. Nun ist das Unglück aber schon so groß geworden, dass wir, obwohl von damals her ganz ausgeschieden, dass wir uns doch bewogen fühlen, uns zu rühren. Wir haben der obersten Baubehörde halb aus freien Stücken und halb aufgefordert ein Gutachten abgefasst, wohin das mit den Kosten nach unserer Meinung ginge und wohin auch hinsichtlich der Methode. Es sind auch Muster angebracht gegenüber der TH entlang der Arzistraße. Naja, man muss schon sagen, mit größter Mühe und mit größter Sorgfalt. Aber wenn man das so weiterführt, rings um die 150 Meter langen Bauten und 20 Meter hoch, dann geht das schon ins Arschgraue und ins Unwahrscheinliche. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. Es graust der Obersten sowieso schon. Und außerdem, die Denkmalspflege ist gar keine Sache, die etwa 10 Jahre vorher, 10 Jahre nachher nun ganz gleiche Grundsätze anwendet und angewendet wissen will. Es hat sich da etwas geändert. Man weiß
Es ist Paris von Schwarz auf Weiß ganz umgestellt worden. Mir war es lieber schwarz als jetzt das Weiß. Die Zeitungen beteiligen sich mit Eifer und Elan an Fragen, die bisher im engsten Haus beschlossen und verwirklicht worden sind. Dass unser einer nebenbei auch Augen aufmacht, helle Augen hat, wo es überall in der Provinz, wo es überall in unseren Dörfern, wo es überall auch in unserer Stadt noch hapert, das wird, verbrenne mir das Maul, ungern gesehen. Wer weiß zum Beispiel von Ihnen, dass in diesen Tagen die Allerheiligen Hofkirche, für die schon einmal das Todesurteil gesprochen war, dass die in diesen Tagen wieder fix und fertig steht? Nein, nicht fix und fertig. Sie ist bedacht und ist für alle Zukunft wiederum gerettet. Das war sehr einfach. Auch da sind Rechnungen gemacht worden. Mit allem Drum und Dran, den neuen Wölbungen, den Bildern von Peter Hess im alten Glanz, den alten Marmorböden und jedes Kapitell, genau wie früher. Das ist uns so zu Ohren gekommen und jemand in der Akademie der schönen Künste, der hat sich nach dem Todesurteil doch noch einmal aufgerafft und hat dem Landtag einen Vorschlag unterbreitet, wie es auch ohne Millionen, wie es um 130.000 Mark noch ginge. Der Landtag, weichen Herzens, gut gelaunt, liest meinen Namen, Dögerst, und sagt, na also, es ist gemacht. Davon wird nicht gesprochen. Er, der bis zuletzt tagtäglich schon um 7 Uhr früh in seinem Atelier am Tisch saß und zeichnete und plante, er war ein Unzeitgemäßer geworden. Wohl zu schnell geplant, zu schnell gearbeitet und zu billig, sagte er. Seine Gittertore etwa am alten nördlichen Friedhof, klar und streng, ohne Aufwand, Trümmerziegel, Rundeisenstäbe und Beton. Schlichter lässt sich das nicht machen. Und trotzdem Würde, Haltung, große Architektur. Genauso das kleine Schneeräumerhaus daneben, das er besonders liebte. Bescheidenheit von höchster Wirkung sozusagen. So wie er selbst war, eindringlich und unvergesslich für jeden, der das Glück hatte, ihm zu begegnen. Aber was würden Sie einem Architekten heute auf den Weg geben, heute, wo Pilaster, Säulenordnungen, Gebälkformen, alles verbraucht ist. Auch die Farbe vielleicht sogar. Ich kann ihm gar nichts sagen, als was ich selber noch nicht genau weiß. Erscheinung. Die Sachen schwanken immer. Ich zweifle genau wie Sie. Ob man mit dem jetzt so üblichen Unfug, ein Haus rot, das andere gelb und das andere grün zu streichen, ob man da mit Lebhaftigkeit in eine Straße hineinkommt. Aber warum soll ich mich einer Blamage aussetzen, wenn ich gar nicht weder die Aussicht noch die Absicht noch... Ich bin zu neidig, es zu sagen, was man tun soll. Das Rezept, ich sage rundweg, Erscheinung. Und Erscheinung bringt jemand nur heraus, wenn er
an sich selber weiterbildet und sich nicht mit dem ihm aufgedrängten Programm einer Schule zufrieden gibt. Unsere Jungen sind schon, mein Gott, die treiben viel mehr Sport als wir und was wir nicht konnten, die konnten einen Motor zerlegen und er hat ja andere Fähigkeiten, nicht? Und vielleicht ist im Augenblick das Gebiet der Erscheinungen notleidend, weil ein anderes übertrieben wird. Ich bin jemand, der anschaue, war es damals und bin es heute noch, dass die Weiterbildung, die selbstständige Weiterbildung, das eigene Interesse, das Ausschlaggebende bei einem Architekten ist. Niemand verbietet unseren Jungen an der Hochschule, nebenbei, was manche von uns auch getan haben, nebenbei, wenn es für notwendig hält, an die Akademie hinüberzugehen. Wir haben einige Kommilitonen gehabt, die sind auf die Musikhochschule gegangen. Man hat doch dauernd schwarz gehört, drüben bei Wölflin, man hat Kunstgeschichte, man hat Philosophie gehört. Ich war mehr Schwarzhörer anderswo als im eigenen Hause. Das wird wiederkommen. Die Jungen werden eines Tages, werden sie den Hunger haben, nicht den Zwang, mehr zu sein als Häuselbauer. Kürzlich ist doch der gute Kamerad Ganghofer gestorben. Ne? Oder verunglückt. Verunglückt, glaube ich. Und er hat bei einer Zusammenkunft aus seinen Semestern und den Professor von damals im Hirschgarten draußen, der hat das Richtige gesagt. Was wir profitiert haben von ihm, ist das schlechte Gewissen. Genügt! Ja, Sie wissen schon. Ne? Das hat heißen sollen, nur nicht stehen bleiben. Und nur keine Verzweiflung. Nur nicht philosophieren, solange man Hände hat, was zu machen.